Und vielleicht könntest du auch mal mit einem Vertrauenslehrer darüber sprechen. Hast du schon mal einen gefragt? Nein, ich denke, das ist keine gute Idee. Außerdem traue ich mich gar nicht. Okay, wenn du meinst, ich muss jetzt auch los. Tschüss. Tschüss. Fangen wir gleich an mit der Nummer 1. Und zwar teilt eure Gedanken mit jemandem, beispielsweise mit euren Freunden. Und wenn ihr Angst habt, dass die damit reingezogen werden, dann fragt einfach eure Geschwister oder eure Eltern. Die werden euch bestimmt helfen. Kommen wir zur Nummer 2. Falls sich jemand in Chats beleidigt, dann mache davon einen Screenshot, denn das ist der Beweis, falls etwas passiert. Kommen wir zu der Nummer 3. Der letzte Tipp ist, dass du es mit dem Mobber klärst und mit ihm redest. Wenn dir etwas nicht gefällt, dann sag es ihm. Denn wenn du nichts machst, dann hilft es auch nicht weiter. Wenn ihr noch mehr Tipps gegen Mobbing kennt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Antworten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!